Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Aktienanalyse der Freenet AG. Bevor wir aber reinstarten, wie immer, erstmal der rechtliche Disclaimer. Das Video dient nur zu Unterhaltungszwecken, keine Anlageberatung, keine Steuerberatung, keine Rechtsberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien oder ETFs. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten übernommen und jeder sollte sich selbst ein ausführliches Bild über das Unternehmen machen, bevor er eventuell dort rein investiert. Generell können Investitionen an der Börse zu einem Totalverlust des einsetzenden Kapitals zur Folge haben. Und ich bin zum Zeitpunkt dieser Videoaufnahme selbst Aktionär bei der Freenet AG. Das heißt, es könnte ein Interessenskonflikt bestehen. So, nachdem wir nun den rechtlichen Disclaimer soweit abgearbeitet haben, direkt rein mithilfe des groben Überblicks. Die Freenet AG ist ein deutsches Unternehmen mit Hauptsitz in Büdelsdorf, ist in der Branche der Telekommunikation tätig und ja, es ist der größte netzunabhängige Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen in Deutschland. Im Gesamtranking der Telekommunikationsanbieter belegt Freenet aktuell den dritten Platz in Deutschland und außerdem ist man noch in den Bereichen TV und Medien, hier ist insbesondere Waipu TV zu nennen, und sonstigen Leistungen tätig. Ja, der aktuelle Aktienkurs mit Kursen von vor etwas mehr als einer halben Stunde, ja, steht die Freenet AG aktuell bei 23 Euro und 3 Cent. Die letzten Monate war das bereits relativ, ja, sagen wir mal, ähnlich konstant, wobei es wieder leicht nach oben ging. Ja, aber man ist noch sehr, sehr weit entfernt von dem Höchstkurs, den man mal im Jahr 2000 hatte. Im Zuge ja, der ganzen Dotcom-Blase, bevor diese geplatzt ist, stand man mal bei über 70 Euro. Davon ist man jetzt oder seit jeher weit, weit entfernt. Genau. Dann generell mal zur Firmengeschichte der Freenet AG. Die heutige Freenet AG wurde erst im Jahr 2007 gegründet. Sie entstand aus einer Fusion der Mobilcom AG und Freenet.de, was insofern bemerkenswert ist, dass Freenet selbst eigentlich 1999, also 8 Jahre früher, ein Spin-off aus der Mobilcom Gruppe war. Das heißt, man hat sich erst getrennt, um sie 8 Jahre später wieder ja, zu vereinen. Und ja, seitdem man dann 2007 wieder unter der Freenet AG zusammen war, gab es dann bis heute auch einige Zukäufe und Übernahmen, allerdings auch wieder Verkäufe. Dabei ist insbesondere der Erwerb im Jahr 2016 von 25% der Anteile des Schweizer Telekommunikationsanbieters Sunrise Communications Group für 744 Millionen Euro zu erwähnen. Das Ganze wurde dann 4 Jahre später, nämlich im November 2020, für 1,1 Milliarden Euro wieder verkauft. Also man hat, ja, Pi mal Daumen, 400 Millionen Euro Gewinn in 4 Jahren gemacht. Da kann man sich, denke ich, nicht beschweren. Ansonsten besonders erwähnenswert bei den Übernahmen ist die 2019 erfolgte Übernahme von 50,01% an der Exaring AG, die wiederum hinter Waipu TV stehen. Ja, zum Management sei gesagt, das ist ehrlich gesagt ein typisch deutsches, klassisches Management, wenn man so will. Also die Herren im Vorstand sind alles Diplom-Betriebswirte, Diplom-Ingenieure, Juristen, bis auf Herr Fromm auch alle in ihren 50ern oder 60ern Jahren schon unterwegs. Ob man sowas jetzt gut oder schlecht findet, muss jeder für sich selbst beurteilen. Fakt ist, dass solche Management
oder Vorstände meist sehr ruhig und sachlich agieren, auch in turbulenten Marktphasen, was gerade in der heutigen Zeit vielleicht nicht die schlechteste Idee ist. Dann kommen wir mal zu den Zahlen, Daten und Fakten. Ja, zum einen haben wir aktuell zum einen Kurs von 23,03 € ein KGV von 14,2 und eine Dividendenrendite von 6,82%. Also wir sind auch hier wieder im Hochdividendenbereich. Der Umsatz der Finet AG war die letzten Jahre leicht rückläufig. Im Jahr 2020 hat man noch 2,58 Milliarden erzielt. Ein Jahr später waren es dann noch 2,56 Milliarden. Einige Jahre früher war man auch mal bei über 3 Milliarden in der Regel. Höhepunkt war hier 2009 mit einem Umsatz von 3,65 Milliarden. Und insbesondere das Jahr 2017 war man mit 3,51 Milliarden Umsatz auch nochmal ziemlich stark unterwegs, aber bereits seit 2018 hat man die 3 Milliarden Marke beim Umsatz nicht mehr geknackt. Sollten die selbstgesteckten Ziele und weiteren positiven Entwicklungen bei den Geschäftszahlen anhalten, dürfte man aber in den nächsten Jahren, ich denke spätestens 2025, 2026 ungefähr, wieder die 3 Milliarden Marke beim Umsatz übersteigen. Der Gewinn hat sich ähnlich entwickelt wie der Umsatz, war leicht rückläufig. Im Jahr 2020 hatte man noch einen Gewinn von 263,81 Millionen Euro. Im Jahr 2021 waren es nur noch 248,8 Millionen Euro. Auch hier war es so, dass man früher meistens so roundabout um die 300 Millionen Euro Gewinn geschwankt ist. Höhepunkt war hier das Jahr 2017 mit einem Gewinn von 371,58 Millionen. Allerdings ja, hat man sich auch hier das Ziel gesetzt, bis 2025 wieder auf um die 300 Millionen Euro Gewinn zu kommen. Außerdem ist sehr wichtig für die Dividenden, Freunde unter uns, in der Strategie bis 2025 enthalten, dass der Free Cashflow bis dahin auf 520 Millionen Euro jährlich steigen soll. Da ist man aktuell auch schon auf einem guten Weg, sogar überplanmäßig. Man hat nämlich auch jetzt vor kurzem zu den ja, Halbjahreszahlen die Prognose für dieses Jahr leicht angehoben und rechnet jetzt mit bis zu 84 Millionen Euro Free Cashflow, bewegt sich also in dem Bereich auf jeden Fall in die richtige Richtung. Dividende ist überhaupt ein richtiges ja, Stichwort, denn Freenet ist insbesondere bei Privatanlegern seit jeher sehr beliebt für seine hohen und konstanten Dividendenzahlungen, mit der Ausnahme des Corona-Jahres 2019, wo man wegen der aufkommenden Unsicherheit in Bezug auf Corona keine Dividende bezahlt hat, beziehungsweise nur eine Euro auf das europäische Mindestmaß von 4 Cent die Aktie reduziert hat. Ja, hat man eigentlich konstant immer bezahlt und auch erhöht. Dennoch war das natürlich für die Freenet-Aktionäre eine, ja, sagen wir mal, Überraschung und mit Sicherheit keine schöne. Und im Nachhinein betrachtet hätte er die Freenet AG vermutlich auch die Dividende zahlen können. Allerdings hat sich diese, sagen wir mal, Gelegenheit auch gut angeboten, hier mal die Dividende nicht zu zahlen, da man dies in den Vorjahren so langsam, aber sicher etwas übertrieben hatte und ja, etwas übers Ziel hinaus geschossen war sozusagen. Und von daher hat das sozusagen eine sehr gute Gelegenheit geboten, das Ganze wieder auf einen gesünderen Niveau zu stellen. Generell verpflichtet sich die Freenet AG auch eine Ausschüttungsquote in Höhe von 80% anhand des freien Cashflows als Dividendenzahlung anzustreben. Von daher ist für die Aktionäre auch das Ziel, den Free Cashflow bis zum Jahr 2025 auf 520 Millionen Euro zu erhöhen, insofern sehr interessant und relevant, dass damit automatisch die Dividenden weiter steigen sollten. So, dann kommen wir noch zum Punkt Sonstiges bzw. Fun Facts. Da haben wir zum einen, dass die Freenet AG tatsächlich seit dem Juni 2018 ganze 9,1%
Anteile an der Signonomy AG hält, also der Muttergesellschaft von MediaMarkt und Saturn. Zum damaligen Zeitpunkt hat eben diese Gesellschaft eine Kapitalerhöhung durchgeführt und der Dividend AG als langfristiger Partner ja, hat im Rahmen dieser Kapitalerhöhung 277 Millionen Euro ausgegeben und ja, das hieß zum damaligen Zeitpunkt einen Kaufpreis pro Aktie in Höhe von 8,50 Euro. Wenn man sich den Aktienkurs der Economy AG jetzt anschaut, waren die 8,50 Euro von vor 4 Jahren sehr teuer. Und man muss sehen, was man damit auch mittel- bis langfristig eigentlich macht. Das einzig Positive an diesem Investment bis jetzt war die Dividendenzahlung, die man dieses Jahr erhalten hat, nämlich insgesamt 5,5 Millionen Euro, was zumindest das Investment minimal besser dastehen lässt. Und sollte die Dividendenzahlung in den nächsten Jahren von der Economy AG anhalten und sich eventuell auch der Kurs wieder erholen, können sich ja, das sich ja durchaus noch als lohnend herausstellen, auch wenn es aktuell natürlich noch nicht so aussieht. Generell arbeitet man sehr eng zusammen, hat auch erst im Mai diesen Jahres die Partnerschaft ja, bis 2027 vorzeitig verlängert, die besagt, dass es halt weiterhin Mobilcom Digital Shops in den Saturn- und Mediamarkt-Märkten gibt und diese auch entsprechend viele, wenn nicht sogar alle Produkte von Freenet im Angebot haben. Ja, und damit wären wir heute auch schon durch mit der Aktienanalyse von Freenet AG. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo sowie ein Like und einen Kommentar da. Und ja, schreib mir doch gerne ins Kommentarfeld, was du von der Freenet AG hältst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.